Yeah! Autumn Leaves, yeah! Traumhafte Nummer, ja, sehr, sehr schön. Eigentlich ursprünglich ein französisches Chanson, das aber in der Jazzmusik Einzug gefunden hat und inzwischen wirklich zu den ganz großen Jazzklassikern gehört und eigentlich auch im Grunde bei jeder Jazz-Session oder Jam-Session halt auch gespielt wird. Autumn Leaves, sehr schön. Das werden wir heute angehen. Ich will dir mal zeigen, wie du mit ganz, ganz leichten Mitteln dazu improvisieren kannst. Wenn du dir die Akkorde mal anschaust, falls du vielleicht Noten hast im Reelbook oder sonst irgendwo, siehst du viele, viele Akkorde, ja. Eigentlich über jedem Takt zum Teil zwei Akkorde in einem Takt und so. Sieht ziemlich kompliziert aus. Und es gibt natürlich im Jazz auch die Methode, jeden Akkord, ich sag mal, speziell auszuspielen mit entsprechenden Tonleitern. Das ist auch das, was wir bei den Saxmasters hier meiner Online-Saxophon-Schule im Improvisationskurs und später im Realbook-Kurs machen. Als im Realbook-Kurs, da behandeln wir so die bekanntesten Jazz-Klassiker und dann werde ich dir richtig zeigen, wie du im Jazz dazu improvisierst. Aber heute wollen wir es natürlich ganz, ganz leicht machen. Und auch bei Autumn Leaves, da gibt es eine Tonleiter, mit der du während der ganzen Zeit improvisieren kannst, egal welchen Akkord die Jungs oder die Mädels da gerade spielen. Das ist natürlich auch hier wieder die Blues-Scale. Ja, und dann schauen wir uns mal die Tonart an. Interessanterweise wird Autumn Leaves in zwei unterschiedlichen Tonarten gespielt, ja, entweder in E-Moll oder in G-Moll, ja, und ich hatte eben das Reelbook angesprochen, also wenn du ein Reelbook hast, da steht Autumn Leaves im klingend E-Moll drin. Und jetzt, falls du die Noten hast, solltest du mal schauen, das Stück geht ja gar nicht in E-Moll los, ja, es geht in A-Moll los. Aber wenn du herausfinden willst, in welcher Tonart ein Song steht, schaust du dir besser nicht die Akkorde vorne im ersten Takt an, sondern gehst runter zum letzten oder noch besser zum vorletzten Takt. Und da hast du meistens, nicht immer, aber ganz, ganz oft, den Akkord, der dir angibt, in welcher Tonart du bist. Und da steht im Reelbook dann zum Beispiel E-Moll. Es wird aber eigentlich von den Jazzmusikern gar nicht in der Tonart gespielt. Die Jazzmusiker spielen es gerne in G-Moll. Und das kann uns nur recht sein, weil wir mit dem Saxophon ja noch transponieren müssen, haben wir dadurch angenehmere Tonarten. Ja, und transponieren ist wieder so ein Thema. Mit dem Saxophon müssen wir ja transponieren. Ich habe hier mein Tenorsaxophon heute dabei. Wenn du Altsaxophon spielst, bleib unbedingt dran, weil ich erkläre natürlich alles sowohl fürs Tenor als auch fürs Altsaxophon. Also, G-Moll. Dann sind wir mit dem Tenorsaxophon bei A-Moll, denn wir müssen ja immer einen Ton hochdenken, ja, von G-Moll nach A-Moll. Und das ist relativ leicht, wie du nachher feststellen wirst, wenn wir die Tonleiter mal durchgehen. Beim Altsaxophon gehen wir immer eine kleine Terz runter, von G-Moll nach E-Moll. Kleine Terz oder eineinhalb Töne runter. Und das ist auch relativ leicht, ja, zum Thema transponieren, das habe ich ja gerade gemacht für Autumn Leaves. Wenn du dich genauer mit diesem Thema auseinandersetzen willst, da gibt es von mir auch jede Menge Videos bei YouTube, bei den Saxophon-Praxistipps. Schau einfach mal in der Playlist oder du kannst dann Suchbegriff transponieren oder sowas eingeben. Dann findest du das. Yeah, und jetzt zeige ich dir die Tonleiter. Wir können also auch hier mit der Blues Scale improvisieren. Das ist fürs Tenorsaxophon die A-Moll Blues Scale. Fürs Altsaxophon die E-Moll Blues Scale oder E-Blues Scale. Also Moll müsste da gar nicht in den Namen mit rein. A-Blues Scale oder E-Blues Scale. Und dann haben wir die Töne fürs Tenorsaxophon A, C, D. Und dann kommt die Blue Note S, dann E, G, A. Und beim Saxophon, beim Altsaxophon hast du dann die Töne E, G, A und dann kommt die Blue Note B und danach H, D, E. Und die Tonleiter spiele ich dir jetzt einmal vor. Falls du ein Saxophon hast, ausgepackt, spielbereit, dann spielen wir es danach mal zusammen. Und dann werde ich dir zum Playback zeigen, dass es wirklich klingt, ja, dass man das sehr schön machen kann. Und jetzt spiele ich ja erstmal die Tonleiter vor. Du kennst das ja, ich spiele immer so ein bisschen vom Bildschirm weg, weil ich nehme hier bei mir zu Hause für YouTube mit meinem Tablet auf und da ist das Mikrofon natürlich nicht so doll. Bei den Saxmasters hier in meiner Online-Saxophon-Schule, da habe ich natürlich tolle Mikrofone, tolle Kameras, da klingt das alles gut. Aber hier alles ein bisschen einfacher und deshalb vom Bildschirm weg. Yeah! Also einmal die entsprechende Blues Scale. Und jetzt können wir es mal gemeinsam machen. 1, 2, 3, 4.
jetzt will ich es mal zum Playback spielen, ja. Und ich mache das, wie ich es auch in den anderen Videos, in denen ich das Improvisieren so oft in leichter Methode mal dir zeigen will, werde ich jetzt wieder genauso machen. Ich spiele also erstmal nur die Tonleiter einmal hoch und runter und werde dann so ein bisschen mit den Tönen so rumspielen von dieser Tonleiter. Yeah, jetzt bin ich kurz weg, um das Playback einzurichten und dann bin ich wieder da. Ciao. Und du merkst, es funktioniert. Ja, erst die Tonleiter habe ich einmal ganz normal hoch und runter gespielt. Dann habe ich die gleiche Tonleiter nochmal so ein bisschen rhythmisch versetzt. Da klingt schon ein bisschen musikalischer. Und dann habe ich nur mal mit zwei Tönen. Da, da, de, dat. Da, da, de, de, da. Da, da, de, dat. Dann mal mit drei Tönen. Da, 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 dat. Ja, so kannst du also mit wenigen Tönen schon sehr schöne Dinge spielen. Yeah, funktioniert also auch zu Autumn Leaves, auch wenn da viele Akkorde sind. Man kann natürlich eine Improvisation auch spielen, bei der man jeden Akkord genau ausspielt, aber eine ganz einfache Improvisation kann man auch mit der Blues Scale machen. Dann hoffe ich, dass es dir Spaß gemacht hat. Wenn du Lust hast, besuch mich mal hier bei den Sax Masters. Wir haben natürlich einen Improvisationskurs, da werden wir natürlich auch Autumn Leaves durchmachen. Da hast du auch die Gelegenheit zum Playback selber zu üben. Ich gebe jede Menge Tipps dazu. Ich gebe dir Licks, melodische Linien, Pattern, mit denen du dazu spielen kannst. Macht sehr viel Spaß. Und natürlich haben wir im Improvisationskurs auch einen kostenlosen Testmonat. Da kannst du einen Monat lang ausprobieren, ob dir das Spaß macht. Und wenn es dir Spaß macht, dann kannst du dich anmelden. Und dann freue ich mich, wenn du ein Sax Master Schüler bist. Bis dann. Ciao.